Hallo meine Lieben, ich habe heute eine Rezension für euch und zwar ist es Geolino Mini und zwar der 9. Band, der erschienen ist, alles über Vulkane. Und ja, diesmal lernen wir, wie der Titel schon sagt, alles über Vulkane. Und hier haben wir auch nochmal so eine kleine Zusammenfassung. Unsere drei Freunde sind wieder dabei. George, der Grashüpfer, Mo, der Mistkäfer und Belle, die Libelle. So sieht das Ganze aus. Und dann haben wir, also die Themen sind, was es für Vulkansarten gibt, wo es die Vulkane gibt, welche aktiven Vulkane. Dann gibt es ja auch noch Leute, die diese Vulkane erforschen, was sie damit bezwecken. Dann haben wir natürlich noch Pompeji, was natürlich das größte Ereignis sozusagen in Sachen Vulkan, glaube ich, ist, was am Land passiert ist. Dann, was passiert, wenn ein Vulkan zur heutigen Zeit ausbricht. Und ja. Und ob man einen Vulkan selber auch nachbauen könnte. Ja, das sind so die Sachen, die so grundlegend vorkommen. Also ich fand es richtig gut und freundlich erklärt. Klar, für Erwachsene wird jetzt, glaube ich, nicht so viel dabei sein und wie Vulkane natürlich auch entstehen und wo es die noch gibt, weil die gibt es ja nicht nur im Land, die gibt es natürlich auch unter dem Eis und im Wasser. Und ja, wird natürlich richtig gut erklärt und betont. Wir haben natürlich auch wieder eine Wissenschaftlerin mit dabei, beziehungsweise die halt über Vulkane, beziehungsweise am liebsten den auf Sizilien sich ja den erforscht, um zu wissen, wann das nächste Mal ausbricht, damit man halt vor einer Warnung rausgeben kann, damit die Menschen gewarnt sind. Lauter, also richtig gut erklärt. Und Ralf ist natürlich auch wieder dabei. Ja. Und die Ausgangsposition ist diesmal, dass es bitter, bitter kalt ist, wo sie sich sonst immer so treffen. Passt ja jetzt auch perfekt. Und ja, und dass man sich ja warme Gedanken machen könnten. Und so kommen sie natürlich auf das Thema Vulkane. Und ja, und dann wollen die drei kleinen Freunde natürlich wissen, was ein Vulkan ist. So, ist natürlich wieder kindergerecht erklärt. Dazu gibt es natürlich auch, ja, ist natürlich schon der 9. Band. Dazu gibt es natürlich auch schon vorige Bände über andere Themen. Die verlinke ich euch natürlich unten in der Infobox mit dem Band. Und dann könnt ihr euch, ja, Klappentexte nochmal durchlesen. Ich finde die wunderschön vertont und für Kinder auch richtig gut geeignet. Richtig kinderfreundlich erzählt. Und es sind wirklich super Tonaufnahmen gemacht. Und auch mit Akustik wird da viel gemacht. Also man kann sich das richtig gut vorstellen. Und dann sind ja auch noch immer andere mit dabei. In dem einen, ich glaube, das war Teil 3 oder 4, wo es da im Weltall, da ist ja auch ein Astronaut mit dabei, ein richtig echter, der da auch mit dem Hörspiel reinspricht. Also finde ich immer richtig schön gemacht. Und meine Kinder und ich, wir hören uns sowas meistens dann immer sonntags zum Frühstück an. Richtig toll, also kann man auf jeden Fall immer noch was dazulernen. Okay, meine Lieben, ich würde sagen, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Tschüss!